So, hier vorne müssen wir jetzt das Bedienteil von der Klimaanlage rausziehen. Dazu muss man wieder mit so einem Kunststoffteil einmal hier aufmachen und dann vorsichtig rausziehen. Und hier auch. Zack. Und dann öffnet sich das. Und dann kannst du ein bisschen rumfummeln. Einen Moment. So, das ist jetzt rausgekommen. Als nächstes sind hier auf der hinteren Seite drei Anschlüsse. Die Kabel müsst ihr davon natürlich entfernen. So, die Stecker habe ich jetzt alle drei entfernt. So sehen die aus. Bei dem, also man muss bei allen erstmal das rote daraus ziehen und dann auf das schwarze drauf drücken und dann kommt er raus. So, bei dem genauso. Nur, dass der halt dunkelrot ist, kirschrot. Da drückt man auch drauf und dann zieht er sich auch los. Bei dem ebenfalls. Man muss noch ein bisschen fummeln, ja. Also ist nicht so einfach manchmal. So, dann geht's weiter jetzt. So, als nächstes ziehen wir den Aschenbechergehäuse raus. Aus seiner Vorführung. Und hier unten ist auch ein Kabel. Guck nicht auf dieses Kabel, weil das ist meine Docking Station. Die habe ich hier verlegt. Die zeige ich auch euch im nächsten Video, wie man die verlegt und einbaut. Auf jeden Fall, da unten befindet sich ein Kabel, den muss man trennen. Und dann kannst du den Aschenbecher schon rausziehen und zur Seite legen. So, hier müssen zwei Schrauben auf jeden Fall raus. Eine hier und eine hier. Die schraubt man raus und danach muss man hier an dem Gehäuse ziehen. Das geht jetzt bei mir einfach, weil ich schon vorgearbeitet habe. Auf jeden Fall muss man vorsichtig dran ziehen. Dann öffnet sich erstmal hier oben die Kante und danach muss man unten ein bisschen mitdrücken. Und dann schaffst du die rauszuziehen. So, dann hier unten befindet sich ein Clipser, das für das Kabel, und den entfernt man und dann hat man schon das Gehäuse hier hinten raus. So, als nächstes schrauben wir die Schraube hier raus.
hier unten, dann kriegen wir die Armlehne ab. So, als nächstes entfernen, also wir haben jetzt die Mittelarmlehne entfernt. Als nächstes entfernen wir diese vier Muttern da unten, hier und auf der anderen Seite genauso da und da. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr die Kabel ein bisschen zur Seite zieht. Und hier genauso habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Und diese vier Muttern müsst ihr rausziehen. Am besten ihr besorgt euch so ein Magnetteil, so ein Magnetstab. Und dann könnt ihr die Muttern auch, sobald ihr die rausgeschraubt habt, könnt ihr die sorglos rausziehen. Das wird als nächstes gemacht. So, also die vier Muttern sind gelöst, ne? Wie ich vorhin gezeigt hatte, da unten. Und da, ne? Zwei Stück. Und da zwei. Auf jeden Fall als nächstes, darauf müsst ihr noch achten, hier sind diese Kabeln, diese zwei Anschlüsse, die müsst ihr noch entfernen. Und zwar ist das einmal der hier und der. Da müsst ihr aufpassen, bei dem muss man drücken. Bei dem roten muss man hier aufziehen. Etwas aufziehen und dann lässt er sich entfernen. So, als nächstes kommen wir dann nach vorne. So, hier vorne sind einmal hier die eine Mutter und auf der anderen Seite auch.